Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Going Medieval. So, Redwin ist fast am Ziel angekommen und der Frühling kehrt ein. Das heißt, wir können so langsam wieder was sehen. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen geplant. Apfelbäume, da, da, da und noch irgendwo, glaube ich. Ich glaube, da oben. Da. Und da. So, das heißt, ein paar Apfelbäume sind hier schon mal geplant für hoffentlich die nächsten Kühe. Wo ist unsere Kuh denn jetzt hin? Haben wir keine Kuh mehr? Ist sie gestorben? Ich habe endlich einen Kuhstall gebaut und die stirbt einfach. Das geht doch nicht. Was soll denn bitte? Katze, Schaf. Schaf, 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 Schaf. Ziege. Keine Kuh. Okay, das heißt, die letzte verbliebene Kuh scheint gestorben zu sein. So, Karawane ist am Zielort angekommen. Handeln. Jo, dann lassen wir doch mal kicken. Banner, Bier. Ja, komm, da sind sie ein bisschen zufrieden. Da kriegen sie ein bisschen Bier. Brot nehmen wir mit. Wir haben nämlich echt Probleme mit der Nahrung momentan. Beiden Esel behalten wir natürlich. Gereifter Edelwein, ja, von meinen Wegen. Honigwein natürlich. Wollen wir eigentlich eher verkaufen, aber derzeit haben wir leider nicht genug. Kohle kann man nie genug haben. Kräuter habe ich gesehen, ist relativ wenig momentan. Ja, leider nur eine Kuh dabei, aber egal. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Milch, Pigment, Pilz, Quark, Rübensamen, Schafe haben wir genug. Und ob es glaubt oder nicht, ich sehe schon wieder kein Huhn. Das kann doch nicht sein, Leute. Also irgendwie mit Hühnern haben wir kein Glück in dieser Staffel. Nur wieder nach Hause. Ich sollte vielleicht mal irgendwo anders gucken. Na gut, aber jetzt kommt der Frühling. Das heißt, wir fangen mal ein bisschen an, Wege zu planen. Jetzt sehe ich nämlich, wo was. Obwohl, eigentlich hätte ich das vorher auch gesehen, ne? Egal. Trotzdem fangen wir jetzt an, Wege zu planen. So, wir haben nämlich ein bisschen nicht Kalkstein, sondern Lehmziegel haben wir ein bisschen. Dementsprechend können wir jetzt auch mal Wege machen. So. So. In der Hoffnung natürlich, dass sie sich dann auch schneller bewegen, weil ich habe gesehen, Omi beim Kochen rennt die ganz oft hier rüber wegen Kräuter, weil da das Kräuterregal leer ist und so. Und ja, ohne Wege dauert es natürlich alles ein bisschen länger. So, das ziehen wir hier lang. Das können wir eigentlich im Mehrfeldapparat machen, ne? Was will denn der Geiz? So. Wie sieht es hier aus? Hier ist der Eingang, ne? Hier wird nur einbereit und hier geht dann der Hauptweg lang. So, und hier verjüngt er sich ein bisschen. Und dann haben wir unsere Leute erstmal wieder jede Menge zu bauen. So, hier führt einer runter. Einer führt drumrum. So. So, irgendwie so. Und jetzt lass uns mal gucken hier unten. Ja, hier müssten wir eigentlich alles abreißen und alles wieder aus Holz machen, aus Lehmziegelboden machen, ne? Da warten wir jetzt aber tatsächlich noch ab, weil ich nicht genau weiß, wie viele Lehmziegel wir überhaupt haben. So, das sieht doch erstmal gar nicht schlecht aus, denke ich.
Kommt natürlich auch über Lehmziegelboden hin. Hier genauso. So, sieht erstmal gar nicht schlecht aus, aber wir haben auch nicht unendlich viele Lehmziegel. Da habe ich jetzt gerade beim Handeln auch gar nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. So, dann sollte die Honigproduktion langsam wieder losgehen. Jo, sieht gut aus. Bertha kümmert sich. Temperatur 80%. Das ist schön. Dann kriegen wir bald wieder Honig und dann hoffentlich auch wieder Met. Hier ist noch ein bisschen zu kalt zum Fermentieren, oder? Ach, guck mal, hier haben wir sogar Bei. Das ist auch neu. Sehr schön. Das heißt, braucht mindestens 1 Grad, maximal 22 Grad, wenn ich das richtig sehe. Und optimal ist es bei 6 Grad. Das ist doch schön. Aufgrund von Bodenfermentieren gibt es nichts. Mal 0. Und wegen Wetter hat auch keinen Einfluss anscheinend. Es zersetzt sich nur wegen Wetter, wenn ich das richtig sehe. Bei Regen, Schnee, Gewitter, Hagelsturm. Ah, das ist sehr gut. Wie warm haben wir jetzt hier drin? 2,5 Grad. Das heißt, wir sind jetzt bei 0,2 Tempo. Gut, wird ja noch ein bisschen wärmer, ne? Und dann wird wohl der erste Met fermentiert sein im Winter. Und dann gibt es endlich für unsere Leute was zu trinken, so wie es aussieht. So, wie lange brauchst du noch? Ah, du bist fast wieder zu Hause, sehr schön. So, dann kann der noch 1, 2 Aufgaben übernehmen. So, die Kuh habe ich gerade erst gekauft. Ich dachte gerade, warum hatte der eine Kuh dabei? Aber die haben wir gerade erst gekauft. So, dann kann er 1, 2 Aufgaben übernehmen. Und dann zieht er auch gleich wieder los zum Handeln, würde ich sagen. Wir brauchen nämlich Hühner, da führt kein Weg dran vorbei. Leider, leider. So, und eigentlich könnten wir auch mal Fallen erforschen, ne? Lass uns das doch mal machen. Forschung, nicht Region. Verteidigungsanlagen. Verteidigungsanlagen. Kommt hier nämlich eine verstärkte Tür rein. Reißen. Und... Oh, ein Scheunentor. Gittertür, verstärkte Tür. Hey, ich dachte, das habt ihr jetzt schon abgerissen. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Bob? Bob schläft, warum? Oh, weil wir 1 Uhr haben, ist so hell hier. Ganz schön hell für 1 Uhr nachts, oder? Muss aber ein sternklarer Himmel sein. Den Himmel sieht man leider nicht, man kann die Kamera nicht entsprechend drehen. Achso, das nur zum Zurücksetzen. Ich dachte gerade, damit könnte ich vielleicht frei drehen. Wie sieht es denn im Screenshot-Modus aus? Ja, wirklich toll sieht das nicht aus. Also mit Himmel sehen ist hier nicht viel. Na gut, lassen wir mal weiterlaufen. Machen wir hier eine verstärkte Tür, dann können wir die Fallen schon mal einplanen. Gar nicht wahr. Hier Verteidigung war das, ne? Metallfalle. So, wir müssen leider direkt vor der Tür freilassen. Wie immer das altbekannte Schachbrettmuster, damit da keiner reinrennt. Unsere Leute wissen ja, wo das ist. Tür kann dort nicht platziert werden. Warum nicht? Keine Ahnung, was er jetzt für ein Problem hatte. Er hat auf jeden Fall alles angezeigt und eingezeichnet. So, wir müssten eigentlich mal mit Leitern experimentieren, oder? So, jetzt können wir erstmal die Tür verstärken. So. Und lass uns mal Leitern machen. Ich habe noch keine Leitern gebaut. Da brauchen wir keine Leiter, da haben wir ja die Treppe hoch. Eigentlich brauchen wir auf der ganzen Mauer keine Leiter, ne? Können es natürlich trotzdem machen. Einfach mal spaßeshalber ein paar Leitern dran stellen.
Wer weiß, wofür es gut ist. Wir brauchen aber keine, denke ich. Wie sieht es hier hinten aus? Ich denke, hier brauchen wir auch keine. Obwohl, ich kann ja hier mal eine anmachen. Eine hinmachen, so. Das ist falsch. So nicht. Ach, bei der Leiter kann auch kein Boden sein, ja? Oh, Händler. Hat der Hühner dabei? Ne, ein Hund. Na gut, Hund ist egal. Sonst wäre ich dem nicht entgegengerannt. Gut, dann kann Redwin gleich mit dem handeln. Gucken, ob der irgendwas Interessantes dabei hat. Und dann schicken wir Redwin auch wieder los. Kann wieder ein paar Ziegen mitnehmen, weil irgendwie schlachtet die sowieso keiner. Frag mich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil sie mit dem Kochen genug zu tun haben. Wir haben nämlich andauernd zu wenig Nahrung auf Lager. Tierfutter 0 von 100, üppige Mahlzeit 18 von 100. Haben wir jetzt schon wieder kein Tierfutter mehr auf Lager? Weiß auch keiner, ne? Oh, hat unsere Gerste nicht gereicht, um hier alles auszubauen? Anzupflanzen? Oder haben die einfach keine Lust mehr gehabt? So, Redwin. Rechtsklick, Tauschhandel. Redwin, Tauschhandel. Redwin, Tauschhandel. Redwin, Tauschhandel. Aber das haben sie eindeutig noch immer nicht behoben. Redwin, kämpfen. Geh mal da unten hin. Tauschhandel. So geht doch. Ich habe den Weg nicht gefunden, so wie es aussieht. So, Chroniken und so ein Krams brauchen wir alles nicht. Eisenbarren, ach warum nicht? Gib mal alles her, was du an Eisenbarren hast. Eselkadaver, Fasanenkadaver brauchen wir alles natürlich nicht. Gerste 1828 haben wir eigentlich genug auf dem Lager, denke ich. Honigwein wird nicht verkauft. Ecksteinziegel. Kräuter können wir noch ein paar nehmen. Weiter Samen haben wir genug. Die Kuh gehört zu uns. Rübensamen haben wir genug. So, wie sieht es hier aus? Da dann nicht mehr. Na gut, dann. Nimm mal ein bisschen Kalkstein und Ziegen mit, bitte. Blub, blub, blub. Brauchen wir Kalkstein? Das ist ein Kalksteinziegel. Ah, oder will der Kalkstein nicht haben? Das kann natürlich sein. Oder will keinen Kalkstein haben. Das ist sehr schade. Oh, die Ziegen nimmt er. Ich Depp hab dem Eisen verkauft, ne? Nicht abgekauft. Gut, dass ich es noch gesehen habe. So, dann reicht ja auch eine Ziege als Tauschobjekt. So, Weibchen bleibt hier. Annehmen. Nehmen. So. Und Redwin schicken wir wieder los. Haben die hier oben Hühner oder hier unten? Schicken mal hier unten hin. Vielleicht haben sie hier unten ja Hühner. Das dauert zwar eine Weile, aber egal. Ziege Zeus. Zweimal Esel. Und noch zwei Ziegen. Und Äpfel. Achso, und Redwin, ne? Jupp. Redwin. Annehmen. Und dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir eine kleine Apfelplantage irgendwo bauen. Wollen wir die hier hin machen einfach? Ist so leer. Hier machen wir mal eine kleine Apfelplantage hin. Damit uns die Äpfel auch nicht rausgehen. Machen wir mal ein bisschen luftiger. Machen wir ein Schachbrettmuster. Passend zur Verteidigungsanlage. Hier reich verkleinern. Das hat ja geklappt. Irgendwie. Habe ich den jetzt hier gemacht, sag mal?
ich das entfernen? Nicht. Abbrechen? Auch nicht. Alles entfernen, so. Jetzt aber nochmal. Apfelbaum. So, 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 so. Manchmal, ich weiß nicht, ob das an meiner Maus liegt oder macht da diesen doppelten Autosave, regt der manchmal echt auf. Kleiner. Kleiner. So. Eine Schachbrett-Apfelplantage. Vielleicht funktioniert das, ja. So, Redwin ist auf Reisen. Es ist ein bisschen was eingezeichnet, was sie bauen sollen. Und ansonsten ist halt... Ja, Honigproduktion im Vordergrund. Lebensmittel müssen angebaut werden und vor allen Dingen gekocht werden. Das ist das größere Problem eigentlich. So, dann wisst ihr ja, wie es hier weiterläuft, würde ich sagen. Da wird auch noch fleißig gebaut. Wahrscheinlich haben sie noch gar keine mechanischen Komponenten, haben wir aber, ne? Jo, Komponenten haben wir. Könnten sie also sofort loslegen, wenn sie wollten. Gut, dann lasse ich mal ein bisschen laufen, bis Redwin in der Stadt angekommen ist zum Handeln. Und dann hoffen wir mal, dass wir da Hühner kriegen diesmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.